Also unser Ezcain-Pokal ist eine kleine Skulptur, die auf einer Kugel sitzt, auf einer braunen Erdkugel. Und da ist ein Baum drauf und in der Krone entfaltet sich quasi drei Figuren, die so miteinander ranken. Die symbolisieren die drei abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Und dieser Schulpokal, den vergibt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit seit nunmehr 10 Jahren an Schulen. Jetzt nicht als Belohnung für etwas, sondern als Selbstverpflichtung, weil sie damit will, dass quasi die Schüler, die dann den Pokal entgegennehmen, dass die sich quasi selber auf den Weg machen, dass sie die großen Themen, die dahinter stecken, dass sie die runterbrechen und quasi zu ihrer Sache machen. Also im vergangenen Jahr hatte die Grundschule Paniersplatz den Pokal und gibt ihn quasi heute an die Mittelschule Scharrer weiter. Worüber uns wir sehr freuen, weil die Scharrer Schule als Mittelschule ist jetzt das erste Mal eine Mittelschule, die quasi den Pokal entgegennimmt. Die Scharrer Schule ist seit langem im Stadtteil in der Menschenrechtsarbeit verwurzelt. Mit unseren Partnern aus dem Stadtteil sind wir hier in vielfältigen Projekten schon unterwegs gewesen. Wir hatten bereits die Ehre, den Holocaust-Gedenktag zu gestalten. Und was uns besonders auszeichnet, ist die Tatortpflege. Einer der NSU-Tatorte ist direkt vis-à-vis unserer Schule. Und diesen Tatort zu pflegen, zu gestalten und die Erinnerung wachzuhalten, ist Aufgabe unserer Schule. Wir haben Schüler unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion an der Schule. Und ich glaube, dieser Pokal ist eine gute Möglichkeit, da ins Gespräch zu kommen miteinander. Vor allem an den Haltungen zu arbeiten. Denn oftmals ist es gar nicht so sehr die Religion, die trennt, sondern eher die Haltung, die hinter dem Ganzen steckt. Ich habe diese Projektklasse sehr gerne übernommen, weil das Thema Diskriminierung, Ausgrenzung bei mir im Unterricht regelmäßig eine Rolle spielt. Egal welches Kind ich frage, fast alle können mir davon erzählen, dass sie im Alltag mit Ausgrenzung zu tun hatten und reden oft darüber, woran das liegt, was man dagegen tun kann, eben wie man da Impulse setzen kann. Also meine eigene Religion als Moslem spielt insofern eine Rolle, dass ich selber ja häufig deshalb mit Vorurteilen begegne. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass Menschen meiner Religion anderen Menschen gegenüber mit Vorurteilen begegnen. Das ist jetzt für mich die perfekte Gelegenheit gewesen, um mit 20, 25 jungen Menschen auf kreative Art und Weise ein Jahr lang ohne konkrete Vorgaben einfach mal die eigenen Ideen umsetzen zu können, Impulse geben zu können für ein gemeinsames Miteinander.